Ich habe gewohnt bei meiner Mutter im Bärenweg. Und dieser Montag war ein heller, klarer Tag. Und meine Mutter hat mich dann gegen Abend geholt bei der Familie Dichtel. Die haben mich gehütet, während meine Mutter schieben musste in Iringen. Und aber dieser Morgen war wunderbar klar, Tausende von Flugzeugen über uns. Wir standen auf der Straße und haben gezählt, gezählt, gezählt und uns überlegt, wo die wohl hinfliegen. Und abends hat meine Mutter mich dann bei den Dichtels geholt und hat gesagt, ach, jetzt ist ja ganz neblig, heute Nacht passiert nichts. Und kaum zu Hause, Sirene und Bomben. Ganz schnell, um 20 Uhr. Und wir noch schnell in den Keller und wie wir in den Keller kamen, ist schon während des Alarms das Feuer zu den Fenstern reingelaufen. Dann haben wir uns versteckt hinter einer Holzkiste, aber das Feuer schlich auf uns zu. Und dann sind wir vor lauter Angst in die erste Stock hochgeklettert, die Kellertreppe, also eine Kurve. Und dann habe ich gesehen, dass das Wohnzimmer schon leer war und brannte. Alle Türen rausgerissen, alle Möbel waren schon weg. Und plötzlich ein Zischen. Ich denke, eine Luftmine und hat uns in den Keller runtergezogen. Ins Haus drauf. Meine Mutter haben sie gleich gefunden und ich mich nicht. War ein 2,5-stöckiges Haus und dann kamen Leute. Eine Stimme rief, sei tapfer, wir müssen nach Hause unser Sach retten. Und dann kamen ein paar Männer, wie lang weiß ich nicht, Herr Dichtel, Herr Buch, Herr Frei, und haben mich gesucht. Meine Mutter war gleich draußen, die hat, standen die Haare hoch und ich lag dann und habe geschrien, geschrien, geschrien. Und meine Mutter und ich haben immer versucht, auf 3 zu zählen, ob wir die Trümmer hochbringen, aber da war nichts zu machen. Und dann kamen die Männer und haben uns gesucht und haben dann gebuddelt und gegraben. Und dann haben sie gesagt, wir müssen dir das Bein rausreißen oder du musst verbrennen. Das war dann das Ende. Ja, aber sie haben weiter gebuddelt und das Bein ist mitgegangen. Ich habe es noch kaputt, aber ich habe es noch. Und dann habe ich Herr Dichtel rausgetragen, die Kellertreppe hinter raus und in den zerstörten Garten und gab mich einem Soldaten, hinter uns waren Felder, gab mich einem Soldaten, er soll mich zu einer verwundeten Stelle bringen. Und er hat mich gerade fallen lassen und ist abgehauen. Das war schrecklich. Und was ganz schrecklich war, es kamen Flieger, Flugzeuge, ich denke Aufklärer, die fotografiert haben. Das war furchtbar. Es war alles vorbei gerade, 20 Minuten, und dann kam noch einer, also das vergesse ich nicht. Ja. Und dann bin ich gekrabbelt irgendwo. Ich kam mich dahin. Dann hat meine Mutter mich auch wieder gefunden. Denn meine Mutter schaute nach einer Nachbarin. Die hatte einen blinden, kranken Schwiegervater. Und da wollte sie helfen, aber der war schon weg. Und dann kamen wir, hat mich Herr Dichtel wieder gefunden und hat mich zu einer Stelle im Hauswald getragen. Durch die ganze, ganz Freiburg-West durch. Und da wurde ich dann angeschaut, ein bisschen verbunden. Und dann kam ich auf einen Lastwagen mit vielen, vielen Leuten nach Hochstetten ins Lazarett. Und ich war grün und blau geschlagen, das Haus. Und dann haben wir die Haare noch rausgerissen hier. Es war schlimm. Aber im Lazarett lagen viel schlimmere Dinge neben mir. Eine Frau bringt nicht ihre Hand mit der Handtasche dran. Ein kleiner Junge hat ein Stück vom Gesicht gefehlt. Ich war gar nicht so wichtig, bin auch gar nicht gleich dran gekommen. Aber dann haben sie mich festgehalten. 2 haben mich festgehalten und 2 haben mir die Wunde vernäht. Und ich habe geschrien. Aber etwas möchte ich mal gern. Mit einem sprechen, der in so einem Flugzeug sitzt. Und was mir immer imponiert hat bis heute, dass meine Eltern nie gesagt haben, die bösen Engländer. Die wussten, wer schuld war. Und sie haben alles verloren, wirklich alles.